Wie heißt das nochmal, was die Leute früher gelesen haben? Das ausgedruckte Internet, genau. Zeitschriften. Ich war kürzlich im Kiosk und ich stehe da vor dem Zeitschriftenregal und ich denke so, verdammt nochmal. Also diese Leute vom Focus, die sind ja wirklich mega dreist. Erstmal imitieren die den Look vom Spiegel und dann auch das ist ja mega peinlich. Dann habe ich gesehen, okay, ist nicht der Focus, ist der Spiegel. Und dann dieser peinliche, seitdem der neue Chefredakteur da ist, ein Tippfehler auf der Titelseite. Muss das sein? Ich wollte mich gerade aufregen, blätter durch den Spiegel und dann saugen sich meine Augen an einem Artikel fest. Meine Damen und Herren, Sie glauben das nicht. Schauen Sie mal hier. Ein Artikel von Jan Fleischhauer über Udo Ulfkotte. Kennen Sie Udo Ulfkotte? Kennen Sie nicht? Bestsellerautor, war glaube ich 73 Jahre bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bis er vom Blitz getroffen wurde und gleichzeitig von der Spinne gebissen und Superkräfte entwickelt hat. Und seitdem weiß, wer hinter allem steckt. Udo Ulfkotte ist der einzige Mensch Deutschlands, jetzt gekaufte Journalisten, mega Erfolg, der weiß, dass der amerikanische Geheimdienst uns von der Systempresse lenkt und steuert. Und in diesem Artikel, das ist wahnsinnig interessant, toller Artikel, kann ich sehr empfehlen, kaufen Sie mal den Spiegel, ich weiß nicht, wie macht man das nochmal, wie kauft man nochmal Zeitungen, wie macht das, geht das auch online? Ich glaube nicht. Bringt nicht die Post? Die bringt, glaube ich, die Post, ja, klauen Sie die aus dem Briefkasten Ihres Nachbarn. Und hier steht in dem Artikel, wie Udo Ulfkotte lebt. Und ich bin fast hinübergefallen, wir leben im Wald. Auf einem autarken Gelände, sagt Ulfkotte, nur der Pfarrer und der Bürgermeister wissen, wo er wohnt. Also muss man vielleicht mal veranschaulichen. Also benutzen Sie mal Ihre Fantasie. Stellen Sie sich mal vor, so wohnt Udo Ulfkotte, Deutschlands Top-Journalist Nummer 1. Wir leben im Wald auf einem autarken Gelände, sagt Ulfkotte bei der Kontaktaufnahme. Nur der Pfarrer und der Bürgermeister wissen, wo er wohnt. Das Haus sei in einen See gebaut, mit eigener Strom- und Wasserversorgung. Wer sich ihm unerkannt nähern möchte, müsse über einen meterhohen Zaun und dann durch eine Gänseherde. Gänse schlügen noch besser an als Hunde. Hier, da sieht man die Gänseherde. Ja. Ja, was? Ich habe mir ein bisschen die Nägel schön gemacht. So lebt Udo Ulfkotte. Und dann schauen Sie mal, in diesem Turm aus purem Kryptonit, hinter einer 7 Meter dicken Stahlbetontür, in einem faradayischen Käfig aus brennenden Plutoniumstäben, sitzt an einem alten elektrischen Schreibmaschinengerät der Mann, der als Ghostwriter die Bücher und Artikel von Udo Ulfkotte schreibt. Denn selbst hinter Udo Ulfkotte zieht noch jemand die Strippen, nämlich sein Stiefbruder Florentin Ulfkotte. Meine Damen und Herren, haben Sie sich immer schon mal gefragt, warum Sie Ihr Kind gegen Kinderkrankheiten wie Masern oder Kinderlähmung impfen lassen sollen? Ich meine, das sind Kinderkrankheiten. Sag doch das Wort schon, das können doch keine schwierigen Krankheiten sein. Das kriegen doch Kinder so hin, auch ohne Impfung. Florentin Ulfkotte, meine Damen und Herren, unser Mitarbeiter und der Mann, der hinter Udo Ulfkotte die Strippen zieht, deckt auf, wer wirklich hinter der Impfpflicht steckt und weiß vor allen Dingen, was die Satellitenschüsseln auf ihrem Balkon damit zu tun haben. Das sind wahre Fakten. Fasziniert. Wir leben in einer Welt, in der Täuschung und Realität nah beieinander liegen. Lassen Sie mich, Ihr Schaffner des Vertrauens sein. Ausstieg in Fahrtrichtung Wahrheit. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass uns Staat, Wirtschaft und Geheimdienste vollständig kontrollieren, indem sie uns bereits im Kindesalter chemische Substanzen verabreichen. Angstwort: Impfpflicht. Doch wer profitiert am meisten davon, den kleinen Mann durch Impfungen zu kontrollieren? Nein, nicht die GEMA. Denken Sie doch mal an die unseriöseste Internetschmuddelseite, die Sie kennen. Richtig. Amazon. Der Beweis ist im Amazon-Einkaufswagen versteckt. Dreht man diesen um, erkennt man deutlich, wie der kleine Mann, also wir, so lange vom Großen geschüttelt wird, bis das Geld aus ihm herausfällt. Nicht umsonst ergibt Amazon rückwärts gelesen Osama. Amazon wurde 1994 in Seattle gegründet. Nirvana-Sänger Kurt Cobain starb 1994 in Seattle. Wer hier an einen Selbstmord glaubt, leugnet womöglich auch, dass MH370 schon vor einem Jahr auf Befehl des Mossad sicher im Jemen gelandet ist. Nirvanas Album Nevermind, ein Anagramm von Doktor, Venen und Im.
Eine dreiste Botschaft der faschistischen Impflobby? Oder steckt jemand ganz anderes dahinter? Jemand, der nicht möchte, dass wir wissen, dass es ihn gibt? Der Leibhaftige. Ja, Mephistopheles steckt bekanntermaßen hinter zahlreichen Großkonzernen. Doch ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, ist die Botschaft Luzifers wirklich nur so verschlüsselt zu empfangen? Oder schafft es der Pferdefuß auf viel direkterem Weg in unsere Gehirne? Satan. Glauben Sie wirklich, das steht für Satellitenantenne? Ernsthaft? Da war ja 9/11 besser inszeniert. Und jetzt raten Sie mal, wo man die unheilbringenden Schüsseln des Bösen kaufen kann. Amazon. Verkaufsrang 562.545. Addiert man hierzu die Zahl des Teufels, 666, erhält man die Telefonnummer von Michelle Obama. Ihr Florentin Ulfkotte.